Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, und zwar von dem RP-Projekt aus der Me and My Friend in the Town oder Country, wie es besser heißt. Jo, eine lange Geschichte, bis wir da her sind, aber jetzt rufen wir erst einmal den Herrn Kollegen, den Herrn Seidebohan. Neuhaus. Ring, 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 ring. Ruf mir ihn an, ja, hallo? Ja, grüß dich, Julian. Ach nee, Dominik. Die haben dich entlassen aus dem Krankenhaus. Geht's noch? Ja. Und, alles wieder gut am Kopf? Ja. Wo bist du denn? Im Bürgermeisterhaus, also in der Stadt. Ach, in der Gemeinde? Ja, genau. Ich habe mich schon mal hier ein bisschen umgeguckt in der Umgebung. Ich habe auch schon richtig viele Leute kennengelernt. Ich muss dir gleich noch was erzählen. Aber ich hol dich erstmal ab. Na, fährst du gerade da mit deinem JD-Kohl? Einer da? Ja, ja, ich fahre jetzt auf dem Hof. Ja, das gefällt mir schon. Komm runter. Jo, ich komm ab, ey. Bis gleich. Jo. Ah, Knutzi, fix noch einmal. Bin ich so brat oder ist die Gota so klein? Weniger Burger essen, ich bin so. Gib mal Ruhe, ich hab das gehört. Servus, Kollege. Ach, Dominik, ich hab dich echt vermisst. Die Idee. Sieht zwar noch genauso aus wie vorher, aber echt schön, dich wieder zu sehen. Ja, und die rothaarige Bumu, glaub ich, auch vermisst. Jetzt so frech. So. Dein Auto steht noch. Ey, lass den Köcher da. Ey, du kommst raus und fährst direkt irgendwie anderen Leuten an. Das hab ja, ich vermisst. Dein Auto steht noch oben an der Küste, das holen wir gleich ab. Ja. Aber ich hab auch mit dem Bürgermeister hier schon geredet. Wir haben einen eigenen Hof hier. Mhm. Auf Finanzierungsbasis, aber egal. Unsere Maschinen stehen auch schon da oben. Der Traktor und alles, das habe ich alles schon da oben hingestellt. Ich habe auch schon gearbeitet, ein bisschen Geld verdient. Ja, aha, ja, ich habe schon alles gemacht. Er hat sie auch nicht. War ich so lange nicht anwesend? Ja, ja, übelst lange. Ich weiß nicht, was sie dir an deinem Kopf rumgefriemelt haben. Keine Ahnung. Wir holen jetzt erstmal ein Auto da oben ab. Dominik. Endlich habe ich mal einen an meiner Seite, Junge. Die ganze Zeit muss ich alles alleine machen. Das ist auch scheiße. Mein Gott. Ja, was haben die denn bei dir gemacht? Was hattest du denn genau? Ich konstant. Brand da unten. Boah, ich kann mich nur erinnern, damit der Brand war. Und nachher, weil eigentlich kann ich mich bis an den Brand noch erinnern und dann eigentlich nichts mehr. Dann eigentlich nur damit im Krankenhaus aufgehoben. Dazwischen weiß ich gar nichts mehr. Ja, ist auch ein bisschen scheiße gewesen mit der Explosion da. Ja. Wir haben gerade erst ein neues Grundstück. Übrigens, guck mal hier rechts. Hm. Guck mal her. Ja, mein Freund. Guck dir das mal an. Schaut kaputt aus. Ist das zufällig da oben wieder so ein amerikanischer Spionageballon? Was? Den zwei da oben. Ach was, Junge. Ich glaube ja alles, was in den Medien sagt. Und guck mal, wir haben sogar diesmal ein eigenes Feld. Guck mal. Geil. Mit Sojabohnen, Digga. Oh, riech dir das mal, ey. Ja, das ist echt geil. Hier drüber noch eine Wiese. Guck dir das mal an. Du kannst jeden Morgen mit deinem Rasenmäher hier fahren. Brumm, brumm. Du kannst den Blau ein bisschen rot machen. Hier, das Haus gehört uns auch noch. Wir haben eine eigene Bude. Wir können endlich mal nicht in der Halle schlafen, sondern in der Bude. In der Bude. Hier Unterstellmöglichkeiten. Das ist doch geil. Wo bist du denn? Da bin ich. Ach ja. Hier auf der Bank können wir uns dann hinsetzen, können dann ein Bier trinken. Aber was ist das Geilste? Ist, komm mal mit. Guck mal, was unser Nachbar hat. Geil. Hey. Alter, guck dir das Gerät mal an. Kollege, ja? Wir müssen mal mit denen eine Kooperation machen und fragen, ob ja, ich glaube auch, ey. Ich muss aber unbedingt wieder Karre hier fahren, ey. Guck dir die geile Scheiße mal an. Guck dir mal das Nummernschild an, was da draufsteht. The Man 01. Geil. Geil. Geil, ey. Na ja, komm mit, dann holen wir gerade mal dein Auto. Das ist hier in der Nähe. Das ist aber schon eine schöne Gegend. Ich bin hier schon ein bisschen länger und hab geguckt, das ist schon echt geil.
Hier rüber müssen wir. Zur Ostsee. Hier, guck. Oder bin ich hier richtig? Ah ja, hier drüben. Ah, da hinten steht da deine Kackmühle. Ja. Geh mal hoch, die fahr schneller wie deine. Du mit deiner Kackmühle, du. Ja. So. Das heißt, wir fahren aber auch mit dem Teil, fahren wir jetzt mal durch die Gegend oder zum Herr Wolf. Lots mir einfach. Ja, fahr mal hier raus, fahr mal hier rechts. Ja. Fahr weiter. Ja. Hier vorne fährst du dann gleich auch rechts. Dann fährst du noch schon mal geradeaus weiter. Ich ruf noch mal kurz den Herr Wolf an. Ja. Jo. Als weiter geradeaus. Okay, deswegen habe ich gewartet. So, Dominik. Wir sind übrigens keine Engländer, wir fahren nämlich immer rechts. Und nicht links. Also nur als eine oder was? Nee, als weiter. Bis ich sag, rechts oder links. Als geradeaus. Hier drüben ist auch ein Hof und ein Landwirt. Geil. Ja, ja, ist schon geil, ey. Wir sind immer auch keine Engländer. Dominik, hast du irgendwie ein bisschen an Farm verlernt hier? Ich bin so geil hier. Als weiter. Hier vorne gleich links. Endlich fährt mich mal einer hier rum. Ich muss jetzt nicht fahren. Ich hab links gesagt, nicht rechts. Junge, Dominik, willst du mich verarschen oder was? Was haben die bei dir operiert? Er fährt erstmal rechts. Ich sag nicht, er fährt rechts. Das ist eine rechts-links-Schwäche. Als meiner. Die Schlaugli hat doch hier. Dominik! Ich bin noch einmal links auf der Gegenfahrbahn. Hier vorne dann gleich, fahr weiter. Hier dann rechts. Genau. Hier dann auch gleich wieder rechts. Hier sollen wir mal vorbeigucken. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ach du Scheiße. Oh, ziemlich viele Leute. So viele Leute habe ich auch nicht. Hier ist der Wolf zumindest schon mal. Gucken wir kurz. Der Wolf! Ja, hallo? Hier, mein Kollege ist da. Sie haben ja richtig was, richtig Aktion hier auf dem Marke. Ja, ja. Hallo. So. Einmal kurz vorstellen, dass der Vogel, der Dominik. Dominik, du brauchst gerade langsam. Der Wolf, hallo. Das ist der Wolf, Dominik, Wolf, Dominik, ja. Servus. Okay, servus. Geht es dir gut? Ja, mir geht's jetzt wieder gut. Okay, gut, gut. Ja. Ja. Dominik, das ist ein Landwirt hier. Mit dem habe ich gut Kontakt geschlossen. Mit dem habe ich auch schon. Bei dem habe ich auch schon Geld verdient. Mhm. Guck mal, ein bisschen freundlicher, Junge. Hey, ich bin gut gelaunt. Ich bin froh, damit ich wieder draußen bin. Du weißt ja gar nicht, wie sich das Krankenhaus anfühlt. Irgendwo mit der Zeit ist wie ein Gefängnis. Ja, ich glaub's sehr. Du hast ja zwei Lohnunternehmer hier. Ja, ja. Eieieiei. Ja, Dominik. Vielleicht hätte der Wolf ja was zu arbeiten für dich. Wenn ihr Zeit habt, sogar für was für euch beide. Scheiße. Ja, ist super. Also, ihr fahrt runter zu meinem Hof. Ihr habt euch jeder einen Schlepper. Von dem Fendt baut ihr den Frontlader ab, meinetwegen.
und von dem Johnny könnt ihr das Gewicht abbauen. Fahrt runter zum Händler, hängt die Walzen an, eine Walze steht beim Händler, die passt euch. Und eine Walze muss bei Chris irgendwo stehen. Da müsst ihr Chris fragen. Die haben wir zusammen. Bei wem? Bei Herrn Neuhof stehen. Die haben Neuhof, wir war, ja, den habe ich zuletzt ja kennengelernt. Ja, die, ja, die haben wir neu gekauft. Also zusammen neu gekauft. Ja, okay. Jo, passt. Und dann ist er da und das ist da drüben Walzen. Dominik, komm mal kurz mit. Ich will mal kurz hier auch nochmal bei den. Zum Beispiel der Kirschbaum. Ah, Herr Seidelbacher. Hallo, Herr Kirschbaum. Ich habe Ihnen ja von meinem kranken Kollegen erzählt. Das ist er? Das ist er, ja. Frisch aus dem Krankenhaus. Servus. Na, Dominik, das ist der Kirschbaum. Kirschbaum, das ist der Herr Vogel. Servus. Ach. Reißung ist groß. Ja. Ja, Kirschbaum, ich sehe ja schon, Sie haben ja hier riesen Aktionen auf dem Feld. Ja, also, ja, aber hier, danach sind wir fertig mit den Steine sammeln für den Herrn Wolf. Wolf, genau, Sie wissen schon, ja. Genau, ja, klar. Okay, und das ist Ihr Kollege da hinten, oder was? Genau, das ist der Mitarbeiter Finn Fuchs, nennt er sich. Finn Fuchs? Ja. Nice, Sie sehen schon, Dominik sehr interessiert an der Maschine. Ach, hier, der Hallo, hier, nicht Friemel die Technik immer kaputt machen. Dominik, hör auf, da rumzufriemeln. Ey, lass die Finger davon, ey. Jedes Mal. Ich mach jedes doch gar nichts. Jedes Mal machst du irgendwas an. Du bist so teuer. Entschuldigung, der packt immer gerne Sachen an. Ich weiß nicht warum. Du passt gleich bei deiner Mom, wo so, jetzt gib auch mal Ruhe. Sag mal, Dominik. So frech. Mein Freund, kommst aus dem Krankenhaus, bist direkt so frech. Packst dir alles an, geht's noch. Komm, ich stelle das mal kurz bei dem anderen Kollegen vor. Herr Kirschbaum. Ja. Ich weiß zwar nicht, wie sie das mit den Herrn Kollegen da ausgehalten haben, aber es tut mir leid. Digga, also, es tut mir leid, der Typ. Der hat irgendwas am Kopf, eine OP bekommen, der ist noch nicht so auf der. du Klappspalt. Oh, komm, ich gehe jetzt zu dem anderen Kollegen. Dominik, ey, ehrlich, du jedes Mal, du bist so peinlich, ey, das ist unfassbar. So. Den kenne ich natürlich auch noch nicht, der Dominik. So, Dominik, dieses Mal stellst du dich aber vor. Keine Angst, er beißt mir. Servus. Guten Tag. Ja, ich wollte mir mal vorstellen bei Ihnen. Ich bin der Dominik Vogel. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Finn. Ah. Und da ist mein Herr Kollege, der Herr Julian Seidelbacher. Hallo, schön, Sie kennenzulernen. Herr Guten Tag. Finn, mein Name. Heißen Sie Finn auch mit Nachnamen? Ah, Fuchs. Hallo, Herr Fuchs. Finn Fuchs. Ja, okay. Sie sind also hier Angestellter beim Lohnunternehmen, oder was? Genau, Angestellter von den. Ja. 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 Vor der Kirschbaum. Genau. Ja, hallo, ich bin der Herr Seidelbacher, das ist mein guter Kollege, der Herr Vogel, Dominik Vogel, Julian Seidelbacher. Ja. Schön, euch kennenzulernen. Ja, schön auch Sie kennenzulernen. Also ich habe ja schon dem Herr Kirschbaum gesagt, wenn Sie mal hier irgendwie Arbeit oder so haben, kommen wir auch immer bei Ihnen vorbei und helfen. Das ist schön zu hören. Ja. Das ist schön zu hören. Weil ich sehe, zwei sind ja ein sehr eingespieltes Team. Ja. Wir sind ein gutes eingespieltes Team. Wir kennen uns seit ein paar Jahren. Wir haben uns kennengelernt mal vor so 2-3 Jahren. Auf so einem Festival in der Nähe hier. Auf dem Festival? Oh, auf dem Festival. Da ging es aber ab. War ein schönes Festival. Boah. Was war das für eins? Rave Festival oder so oder was? Ja, also da wurde so die Brauerei gegründet und so. So. Ach so, die wurde gefeiert, so, die Gründung. So, so gerade das Bier gab's. Ah, ja klar. 2 Bier war für jeden vorgeschrieben, 3 Bier habe ich getrunken. Ja, dann. Ja. Auf jeden Fall, wir haben uns dann da hinten, in der, hinten beim, dort wo die Leute liegen, die
umgefallen sind, dort haben wir uns getroffen. Ah, okay. Ja. Well done. Ja, also ich würde dann jetzt mal weiterarbeiten. Ne? Ich genau, dann wollen wir sie dann stören und dann... Ja, tschüss. Bis dann. Servus. Ja, man sieht sich. Jo. Ich merke schon, der ist ja direkt. Dominik. So. Der Arbeitstag neigt sich auch schon am Ende zu. Genau. Aber meine lieben Freunde, ich würde sagen, das war's hier mit der Folge. Ich hoffe, euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Servus.